Hallo, hier ist Saarland Fernsehen 1 und Ed Saarland und wir stehen mitten in Saarlouis in der Wallerfanger Straße. Etwas ganz Großes ist hier entstanden, nämlich ein ganz tolles neues Kia Autohaus. Wir gehen mal ganz kurz hin. Wir haben natürlich auch die Spezialisten jetzt mit an Bord, die das Ganze zu verantworten haben. Das Ganze nennt sich Autohaus Klein und ihr ist der Herr Dämmerle. Guten Tag, Herr Dämmerle. Hallo, Herr Herzog. Herzlich willkommen hier in Saarlouis beim Autohaus Klein. Genau, Sie haben ein ganz neues Autohaus gebaut. Ja, das Autohaus für die Marke Kia ist 2016 entstanden. Dieses Jahr im Frühjahr war die offizielle Eröffnung. Das Toyota Autohaus gibt es schon seit 1980 hier in der Wallerfanger Straße. Und wir vertreten jetzt beide Marken mit allen Neufahrzeugen, mit Werkstatt, mit Garantiearbeiten und allem, was so dazugehört. Gut, Sie haben ja erzählt, es läuft richtig gut. Ja, das heißt, die Fahrzeuge ergänzen sich optimal. Ja, es ist ein breites Portfolio. Wir haben aus beiden Marken halt eben eine riesen Auswahl. Hier haben wir gerade unser neuestes Baby, der neue Kia Stinger. Ein Stinger? Ja. Ist ja cool. Absolut. Richtig leistungsstarkes Langstreckencoupé. In der Spitze mit 370 PS, wie er jetzt hier steht. Ehrlich? Ja, ehrlich, 370 PS, Allradantrieb. Und hat eben super schön, ganz toll gezeichnet. Genau, ich zeige mal nur mal hier mal eine ganz coole Bremsanlage von Brembo, mal so ganz nebenbei. Das heißt, die ist standfest, oder? Ja, die ist standfest, die ist der Motorleistung halt eben angepasst. Ne? Das muss ja passen. Das kannte ich jetzt noch nicht. Das heißt, wir haben ja mal ganz spontan heute mal gedreht. Ja? Deswegen, wenn jetzt mal irgendwas hier auf dem Auto liegt, es gab einen kleinen Sturm heute Nacht, es hat geregnet und so weiter, aber vollkommen spontan war das jetzt mal. Wir gehen am besten mal rein. Das heißt, Sie haben einen riesen Showroom da drin, oder? Ja, wir haben einen riesen Showroom, können halt eben auch alle Modelle, die es bei Kia gibt, hier vorzeigen. Genau, wir gehen mal kurz rein. Ich gehe mal kurz hier rum. Dann sind wir drin. Die Bandbreite ist unglaublich. Also es gibt vom Kleinstwagen über den altberühmten Kombi, dann bis hin zum SUV, der natürlich auch nicht fehlen darf. Aber es gibt auch Autos, die aussehen wie irgendwelche englischen Autos, sage ich jetzt mal. Aber natürlich auch die Qualität haben eines Herstellers, der weiß, wie man Autos baut. Der weiß, wie man Autos baut und das Ganze mit einer 7-jährigen Herstellergarantie untermauert. Genau, da gehen wir mal ganz kurz auf einen 7 Jahre. Es gibt ja Hersteller, die haben 5 Jahre. Aber die 7 Jahre, ist das eine Hersteller, eine echte Herstellergarantie? Eine echte Herstellergarantie. Kia als Hersteller gewährt diese Garantie. Es ist keine Anschlussgarantie, es ist keine Garantie, die der Kunde separat noch dazu kaufen muss. Die ist einfach bei jedem Auto mit dabei bei uns. Und wenn ich jetzt weit fahre, ist die Garantie denn immer noch intakt? Oder gibt es da eine Einschränkung? Es gibt eine Einschränkung. Die Garantie geht bis 150.000 Kilometer Gesamtfahrleistung. Das heißt, was zuerst erreicht wird, entweder das Alter oder halt eben die Fahrleistung, ist entscheidend. Gut, wir fangen mal vorne an. Das ist der Kia Picanto. Das ist ein Kleinwagen? Ja, das ist ein Kleinwagen, den wir auch dieses Jahr in einer neuen Auflage bekommen haben. Das ist ein ganz neues Modell. Übrigens haben wir mit dem Jahr 2017 sehr viele ganz aktuelle neue Modelle bekommen. Neben dem Picanto ist es auch der Rio, hier ganz neu, vor 14 Tagen präsentiert, der Stonic, ein kleiner B-SUV. Sehr zeitgemäß. Das ist was, ein B-SUV? Ja, das ist ein kompakter SUV auf Basis des Kia Rio, also im Kleinwagensegment, aber trotzdem mit etwas höherer Sitzposition und hat eben einen sehr ordentlichen Platzangebot und natürlich auch, wie die meisten Kia-Modelle, mit einer unheimlich schicken Optik. Kia Motors, 7 Jahre Garantie. Das fällt Ihnen dann leicht, die Autos zu verkaufen, oder? Ja, macht das Ganze schon recht angenehm, wenn man sich halt eben mit diesem Merkmal noch ganz deutlich von der Konkurrenz abheben kann. Wenn Sie mal so liebsten die Tür mal öffnen, dass wir mal reingucken können, denn natürlich die Qualität der Verarbeitung ist bei Kia exorbitant, oder? Ja, die ist schon richtig gut und vor allen Dingen, es ist halt eben auch vom Geschmack her sehr europäisch. Vom Design her. Was ja nicht so unwichtig ist. Das heißt, hier haben wir einen B-SUV. Das heißt, der hat die erhöhte Sitzposition leicht. Der ist ein bisschen kleiner, nicht so groß aufgetragen. Richtig. Das ist ein, ich sag mal, ein SUV für die Stadt. Wenn man mal ein bisschen die optischen Anleihen hat an die großen und die Vorteile, die so ein Auto halt eben bietet, der halt eben aber von den Abmessungen her nicht zu groß ist, wo man ganz bequem auch noch eine vernünftige Parklücke findet. Alles das haben wir hier in dem Auto vereint. Was auch schick ist, sind natürlich hier die Felgen. Wie liegt der im Preis ungefähr? Wo fängt der an? Also die Preise für das Auto beginnen bei 15.790 Euro. Je nach Ausstattung und Motorisierung kann es natürlich auch ein bisschen mehr sein.
Genau, ich zeige es mal gerade nochmal komplett. Machen wir mal den ersten. Stonic. Das ist auch für mich mal neu. Ich gehe mal gerade auf die andere Seite. Leute beschweren sich immer, dass ich die Autos nicht ganz zeige. Aber der ist wirklich sehr, sehr schick. Die ist dabei, die Reling? Automatisch? Frag mal so. Die gehört dazu. Toll. So, aber es gibt noch viel, viel mehr Autos. Ich habe da hinten ein Auto gesehen, das müssen wir uns unbedingt mal angucken. Wir gehen mal ganz kurz auf die ganz andere Ecke, wenn ich darf. Ja. Das ist, ich gehe mal vor, der stach mir direkt ins Auge, wo ich mir dann auch dachte, was für ein cooles Auto ist das denn? Wenn Sie mir mal ganz kurz beschreiben, Herr Dämmerle, Peter Dämmerle, was ist das für ein tolles Auto, Herr Dämmerle? Ja, das ist der Kia Sorento. Das ist unser größter SUV im Modellprogramm. Das ist was ganz Besonderes, den wir hier stehen haben. Das ist die sogenannte Masterpiece Edition. Das ist eine absolute Vollausstattung. Der hat unter anderem in der Serienausstattung schon eine Standheizung mit drin. Der hat eine Innenausstattung. Der Dachhimmel ist mit Alcantara-Leder bezogen. Das wird in Handarbeit hier in Deutschland gemacht. Das Auto hat die großen Räder drauf, das sind 20 Zöller. Ich sage es mal gerade, 20 Zöller auf einem SUV, die sehen natürlich richtig toll aus. On top gibt es eben die Serienbereifung, die 19 Zoll noch mit den Winterreifen mit dazu. Die gehören auch zum Serienumfang. Die Trittbretter gehören dazu. Also wie gesagt, ein Highlight ist halt eben auch die Innenraumauskleidung. Vollleder. Vollleder mit Alcantara einsetzen, einfach mal den Dachhimmel auch mit einbeziehen. Da ist schon unheimlich viel drin. Auch hier, das Armaturenbrett ist komplett aus Leder. Die ganzen Nähte hier sind aus Leder. Die haben auch so eine Zweifarboptik. Ganz edel. Das hier ist so Hochglanzlack, der innen verwendet wird. Die Sitzeinstellung. Ja, wo liegt der Preis sich ungefähr? Das ist natürlich ein Riesenvorteil bei Kia. Ist alles nicht so teuer, oder? Ja, das Auto kostet dann trotz der kompletten und sehr, sehr umfangreichen Serienausstattung Mitte 60. Okay. Ja. Ich zeige das mal kurz von hinten. Das ist ein Riesenschiff, hätte ich jetzt fast gesagt. Das heißt, für Großfamilien ist das natürlich genial, oder? Überragendes Platzangebot, sehr viel Kofferraum. Sehr viel genau, bitte mal öffnen. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich motorbetrieben. Man hat eine ebene Ladefläche. Das Ding ist riesig hier drin. Ich zeige das mal gerade, die geteilte Sitzfläche. Also ich zeige Ihnen das mal. Das wäre jetzt also nicht nur für IKEA ausreichend, sondern man könnte einmal zu IKEA fahren, anschließend in Decathlon und dann nochmal ein Globus. Da kann man richtig einen Großeinkauf damit bewältigen. Das kriegt man ohne weiteres hin. Ja. Sitze? Wie viele Sitze sind drin? Jetzt das ist jetzt ein Fünfsitzer. Also er hat hinten dann wirklich nur Laderaum. Es sind keine Zusatzsitze drin. Das würde auch gehen, Zusatzsitze? Das gibt es auch. Es gibt den Sorento auch mit 7 Sitzplätzen, wenn man da Wert drauf legt. Genau, ich zeige es mal kurz hier von der Seite. Der hat mich nämlich schon fasziniert. Die Optik ist so ein bisschen böser Blick vorne, aber sehr, sehr edel gehalten. Die Motorhaube ist jetzt auf. Ja, es gibt tolle Applikationen. Hier haben wir auch nochmal komplett den Seitenspiegel aus Silber. Aber es gibt natürlich Brot- und Buttermodelle, wenn Sie mir die mal kurz zeigen, die Sie ganz oft verkaufen bei Kia. Ja, also eins unserer meistverkauften Autos ist der Kia Ceed. Den haben wir jetzt hier vorne auch als Kombi stehen. Ja, ich gehe mal kurz hin. Sie gehen mal kurz vor, bitte. Ja. Station Wagon. Der Station Wagon, genau. Den gibt es natürlich dann auch in unterschiedlichen Motor- und Ausstattungsvarianten. Aber es ist halt eben auch so ein Auto, wo wir sagen, das ist eins unserer Kernmodelle. Natürlich auch die Modelle, wie wir da hinten stehen haben, der Sportage. Ganz oft verkauftes Auto bei Kia. Ein richtig schöner SUV. Ich lese gerade hier die Tageszulassung: 27.779 Euro. Da, genau, das ist ein CRDI. Ist das ein Diesel? Nee, ein Diesel. Diesel, ja. Genau, das ist ein Diesel mit 136 PS. Und der hier ist jetzt mit Frontantrieb. Der hat also keinen Allradantrieb, aber hat eben in der Vision-Ausstattung, wie er hier steht, auch schon sehr, sehr umfangreich ausgestattet mit allem Wichtigen. Es ist ein Navi drin, serienmäßig. Das gehört bei uns dazu. Übrigens sind die Navi-Pakete bei Kia immer automatisch auch mit einem 7-jährigen Navigationskarten-Update versehen. Das heißt, der Kunde kann einmal im Jahr kommen, bekommt kostenlos ein neues Navi-Update aufgespielt, hat also so immer neueste Software mit dabei. Das ist auch nicht normal, oder? Das ist bei Weitem nicht normal. Die meisten Hersteller verlangen halt eben für das Kartenupdate Geld. Und das heißt, wir reden über eine Herstellergarantie, die geht 7 Jahre, 150.000 Kilometer kann ich fahren.
Das ist schon eine ordentliche Fahrleistung, oder? Das ist eine ordentliche Fahrleistung. Ich denke, die meisten Durchschnittsfahrer werden halt eben die Fahrleistung vor Ablauf der 7 Jahre nicht erreichen. Okay. Wie ist denn der Werterhalt bei Kia? Ist gut? Ja, Kia ist nachgewiesenerweise eine der Marken mit den wertstabilsten Autos. Die Autos lassen sich also auch als Gebrauchtwagen sehr gut vermarkten, sind auch gesucht. Ist ja klar, bei 7 Jahren. Richtig. Man macht nichts falsch, oder? Der Gebrauchtwagenkäufer bekommt eine Werksgarantie mit, wenn das Auto halt eben noch keine 7 Jahre alt ist. Das ist ja krass. Ja gut, Sie haben ja noch andere Marken, die nebenan, wir wollen die jetzt bewusst mal nicht vergleichen, ja, weil das ist ein anderes Segment, was praktisch so der Starter, der Japaner von damals, den haben Sie auch nebenan, das ist ein Urgestein im Prinzip des Imports, als alle noch nicht über Importe sprachen, da kamen die Importe von der zweiten Marke, welcher Marke ist das? Das ist Toyota, das genau. Ist unsere unsere Marke, die wir als erstes hatten, die wir hier im Haus seit 1980 bereits vertreiben. Ganz aktuell, Toyota ist eigentlich in aller Munde als Hybridvorreiter. Wir haben mit Toyota die Marke, die seit 20 Jahren Hybridfahrzeuge am deutschen Markt anbietet. Und ich sage jetzt einfach mal angesichts der aktuellen Diskussion über Diesel und Emissionen bei Kraftfahrzeugen ist natürlich das Thema umweltfreundliche Technologien irgendwo gefragt und in aller Munde. Genau, wir gehen gleich mal rüber zu Toyota, machen mal kurz ein zweites Video und dann haben wir nämlich gleich zwei im Kasten. Das ist ein ganz tolles Auto. Als der rauskam, kann ich mich noch daran erinnern, den gab es mal in einer anderen Version, haben alle mal blöd geguckt. Ja. Mittlerweile hat man sich ans Design gewöhnt, was unglaublich toll ist, wenn man mal ein Auto sucht, was nicht aussieht wie jedes andere, oder? Genau so ist es. Der Soul ist natürlich ein Auto mit einem sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Der mit Sicherheit auch polarisiert. Das ist ein Auto, der ja bestimmt nicht jedem gefällt, aber ein Kunde, der irgendwas Individuelles sucht und sagt, ich möchte mich auch vom Design her ein bisschen abheben, ist mit so einem Soul halt eben super gut bedient. Mal was ganz anderes. Der ist jetzt zugelassen, das heißt, ich kann die Autos natürlich alle Probe fahren. Ja, wir haben eigentlich alle Modelle aus der aktuellen Modellpalette auch als Vorführwagen angemeldet. Das heißt, nicht nur gucken, sondern auch reinsetzen, testen, probieren. Wie liegt der Soul im Preis? Ja, also der Soul ist natürlich auch vom Preis her gespreizt. Also es gibt halt eben die preiswerteren Varianten, die irgendwo bei knapp 20.000 Euro beginnen. Und der liegt jetzt bei knapp 23. Also der hat wahrscheinlich noch ein bisschen Ausstattung mit drin. Der hat noch ein bisschen was mit dabei. Da ist noch ein VIP-Paket mit drin. Der hat ein Sound- und Navi-Paket mit dabei. Ganz schwarze Scheiben hinten, was die Leute natürlich toll finden. Dunkel abgetönt, sogenanntes Privacy-Glas. Das heißt, man kann nicht unbedingt ganz einfach ins Auto reingucken, aber die Sicht von innen nach außen ist halt eben immer noch sehr gut gewährleistet. Ich sage nur Kinder, Sommer, das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Man braucht da kein Handtuch davor hängen, ja. Und man kann Sachen auch mal im Auto lassen. Das heißt, einer muss schon ziemlich angestrengt reingucken, damit er irgendwas sieht, ja. Wenn Sie da mal kurz hinten aufmachen können, ja. Das sieht mich mal wieder von im Kofferraum aussieht. Wow, das heißt, ich habe auch hier, wenn ich umklappe, richtig viel Haarraum, oder? Ja, man kann das Auto sehr variabel umbauen. Das heißt, man hat entweder Platz hinten für 3 Personen oder man nutzt halt eben den größeren Kofferraum. Dementsprechend kann man für jeden Geschmack etwas finden. So ist es. Hier stehen wir vor einem Niro. Ich kann lesen. Das ist alles auch für mich ganz neu. Was ist das für ein Auto? Ja, der Niro ist auch was Besonderes in der Modellpalette. Der Niro ist der erste Hybrid, den Kia hier auf dem deutschen Markt angeboten hat. Der, den wir jetzt hier sehen, der hat noch eine Besonderheit. Das ist ein sogenannter Plug-in-Hybrid. Das heißt, den kann man zusätzlich noch extern an einer Haushaltssteckdose aufladen. Und kann halt eben im Bereich bis 50 Kilometer rein elektrisch fahren. Danach funktioniert er halt eben wie ein herkömmlicher Hybrid. Das heißt, er produziert dann während der Fahrt seinen Strom, den er braucht, selbst. Ne? Okay, das heißt, er läuft komplett elektrisch, aber hat einen Stromgenerator mit drin? Richtig, genau. Der ist, wie gesagt, er hat also 2 Möglichkeiten. Man kann ihn laden zu Hause an der Steckdose, kann dann kurze Strecken bis 50 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Was ja vielen Leuten schon genügt. Das genügt vielen Leuten, aber auch wenn man weiter fährt, dann funktioniert er halt eben wie ein herkömmlicher Hybrid. Das heißt, der kann während der Fahrt Strom selbst gewinnen durch Rekuperation, speichert die in einem Hochvolt-Akku zwischen und treibt dann bei Bedarf das Auto wieder mit an. Jetzt mal eine blöde Frage, die 7 Jahre gelten noch hier? Ja, natürlich. Ich zeige dir mal ganz. Also sogar auf die Hochvolt-Akkus, also
die Angst, dass man da irgendwo unvorhersehbare Kosten hat, wenn das Auto mal ein bisschen älter ist, ist unbegründet. Okay, klasse. Ja, jetzt wird so langsam der Platz knapp, habe ich das Gefühl. Sie haben ja schon relativ groß gebaut jetzt hier mit allem drum und dran. Ich kann mich daran erinnern, hier war damals ein Gebrauchtwagenplatz, ja, der nicht so schön war. Genau. Und jetzt ist ein ganz tolles Auto aus entstanden. Richtig. Was ist denn das für ein Auto? Ja, das ist eigentlich, den haben wir draußen schon gesehen. Draußen gesehen, der rote, gell? Genau, der ist jetzt in sauber. In sauber und in Keramik-Silber. Das ist die Trendfarbe schlechthin im Moment, oder? Ja, der Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber... Ja gut, der steht ja hier, das hat ja, ist ja, ja. Hat ja wahrscheinlich einen Grund, oder? Weil die Leute danach fragen, nach der Farbe, oder? Richtig, genau. Es ist eine sehr eigenständige Farbe, mal weit ab von dem sonst üblichen. Das haben Sie ja lieb gesagt jetzt, eine sehr eigenständige Farbe, ja. Aber zur Not, man kann ihn ja noch folieren lassen, ja. Dann kann man sich jede Farbe der Welt aussuchen, zieht die Folie ab, hat ein neues Auto. Ich denke, die Farbe hier hat schon mit Sicherheit ihren Reiz und wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Jeder will rot, silber oder schwarz. Das hier ist jetzt einfach mal ein bisschen was anderes. Ja, das Ding ist cool, aber ist natürlich auch für die typischen Kunden von Kia auch eine Umgewöhnung, oder? Wenn man auf einmal so ein Auto von Kia sieht, oder? Ja, wobei es ist auf der einen Seite auch so, Kia hat sich mit dem Auto hier eigentlich einen Traum erfüllt als Marke, so ein Auto zu bauen. Und das Ganze kommt halt eben auch aus der Designfeder von Peter Schreier, der seit einigen Jahren das Design für Kia verantwortet. Und der Mann, man muss es so sagen, wenn das Auto hier steht, hat es halt eben drauf. Sagt Peter Demmerle aus dem Kia Autohaus Klein. Da ist er, er hat es drauf. Also liebe Kia-Freunde weltweit, wenn ihr das seht, ja. Ich glaube, der Herr Demmerle hat ein Faible mittlerweile für Kia, oder? Auch. Ja, auch. Ne? Wie gesagt, Toyota ist immer noch im Herzblut mit drin. Und Kia ist natürlich, wie gesagt, eine ideale Ergänzung. Genau. So, also wenn auch Sie einen neuen Kia mal Probe fahren möchten oder auch direkt einen kaufen möchten. Ihr habt wahrscheinlich so viele, müsst ihr verkaufen. 7 Jahre Garantie einheimsen möchten bis 150.000 Kilometern, dann kommen Sie doch mal zum Autohaus Klein. Da ist der Peter Demmerle, den kenne ich übrigens schon seit mittlerweile 6 oder 7 Jahren. Er ist sehr zuverlässig, er hat also auch im Bereich, was er bisher gemacht hat, immer, ich sag mal, bewiesen, dass das alles funktioniert hat, die Werkstatt und so weiter. Das machen sie ja nicht erst seit gestern, sondern schon ewig. Aber hier haben sie einen echten Wurf, oder mit Kia, das macht ihnen richtig Spaß, oder? Ja, passt. Understatement. So, letzte Frage, wo findet man Sie? Ja, uns findet man in Saarlouis, in der Wallerfanger Straße. Das ist eigentlich eine der Haupteinfahrtstraßen nach Saarlouis rein. Ja, wer die nicht kennt, ja, der hat verpennt. Es gibt ja nur 2 Metzer Wallerfanger, das heißt Abfahrt Wallerfangen. So. Genau, so ist es. Und dann genau. Richtung Innenstadt. Eigentlich sehr gut zu finden. Genau, Sie haben auch ein neues Team hier, das heißt neue Vertriebsmitarbeiter hier bei Kia. Wenn Sie mir die mal kurz vorstellen. Ja, wir gehen mal kurz rüber. Wir haben ganz neu im Team jetzt den Tobias Klein. Das ist der Sohn vom Inhaber des Autohauses. Echt, der ist auch dabei jetzt? Der ist auch dabei. Der ist jetzt hier schon fleißig am Arbeitsplatz und ist schon die ersten Verkäufe am Vorbereiten. Das ist der Tobias. Echt? Den habe ich ja gar nicht kennengelernt. Hallo, Herr Klein. Sie jetzt mal im Autohaus zu sehen, wie ist das so als Junior jetzt, bei dem Papa mitzuarbeiten? Ja, bis jetzt macht sehr viel Spaß. Ich werde viel eingebunden, habe die Möglichkeit, hier sehr frei zu arbeiten, was ich in anderen Betrieben sicherlich nicht hätte. Und habe schon viel gelernt, macht sehr viel Spaß. Ja, das war jetzt mal ganz spontan, ja, aber das haben Sie jetzt sehr gut gemacht fürs erste Video. Erstmal vielen Dank. Das heißt auch, wenn hier ein Kia-Wunsch ist, er steht den Leuten mit Rat und Tat zur Seite. Ja, selbstverständlich. Ne? Okay. Er lernt von den Erfahrenen. Und er ist jetzt, wie alt ist er jetzt ungefähr? Er kann auch selber sagen. Ich bin jetzt 21. Ja. 21, das heißt, Sie haben auch hier Ausbildung gemacht? Ich bin momentan noch in der Ausbildung, bin jetzt im letzten Lehrjahr. Als was? Was machen Sie? Als Automobilkaufmann. Als Automobilkaufmann. Okay, super. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Demmerle. Kommen auch Sie nach Saarlouis. Rennen Sie dem Herr Peter Demmerle die Bude ein. Er hat es verdient bei 7 Jahren Garantie und so tollen Autos. Ja, und ich bedanke mich vielmals. Öffnungszeiten von meinem Sohn. Ja, also wir sind vom Verkauf her ab 8:30 morgens erreichbar und sind halt eben dann bis abends 18:30 immer. Samstags? Ja, samstags sind wir auch da von 9 bis um 13 Uhr. 9 bis 13 Uhr und natürlich nach Absprache. Automobilverkäufer haben nie wirklich Feierabend, ja. Es ist oft so, ja. Nein.
So wirklich eigentlich nie. Ja, das heißt, kann immer passieren. Ein Kunde ruft an, er ist mit dem Auto liegen geblieben. Ja. Kunde droht mit Auftrag und schon sind wir da. Okay. Vielen, vielen Dank, Herr Demmerle. Tschüss.